Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben heute etwas, da wurde jetzt die letzten Tage und Wochen extrem nachgefragt. Und zwar wolltet ihr wissen, wie die Spawnpunkte auf den Maps sind, wo man vielleicht Secret Spots findet, wo man Kills machen kann, die man jetzt so von den Spots her nicht kennt. Ihr wolltet wissen, wie man sich auf den Maps bewegt, wie man die Maps besser spielen kann. Und deshalb fange ich jetzt noch eine weitere neue Serie an. Die letzten Tage sind ja einige Serien für die Perks, für die Waffenvergleiche dazugekommen. Ich bin ja froh drüber, über die ganzen Requests von euch, also über die ganzen Anfragen, weil ich damit natürlich Content bringen kann, der euch gefällt. Und das ist im Prinzip das, was ich dieses Jahr auf jeden Fall weiterhin tun möchte. Erstmal ein frohes neues Jahr an jeden von euch. Ich freue mich riesig, dass ich jetzt von jedem eigentlich soweit gehört habe, dass er heil und gesund durch das neue Jahr kam. 2019 wird einiges für uns bereithalten und da möchte ich doch meinen Teil zu beitragen. Deshalb fangen wir heute mit der allerersten Folge an, und zwar Frequency. Frequency ist eine der neuen Maps in Black Ops 4. Es ist keine Remastered Map. Es ist eine sehr symmetrische Map und eine meiner Lieblingsmaps mit Slums und Summit zusammen. Aus dem einfachen Grund, dass es eine kleine Map ist. Es ist viel Action drin, wenig Camper-Spots. Ich mag solche Maps einfach. Ich bin da ein großer Fan von. Und deshalb, bevor wir jetzt hier weiter unnötig quatschen und sonstiges, lasst uns einfach mal anfangen, damit wir jetzt als allererstes mal lernen, was sind hier eigentlich die Hotspots auf dieser Map und wo findet ihr in der Regel Gegner? Das hier ist direkt einer der ersten Hotspots, die wir haben. Das ist die ganz normale Seite, die auch symmetrisch zueinander ist. Am Anfang einer Runde werdet ihr hier immer jemanden finden. Hier ist immer Action, hier ist immer was los. Da solltet ihr wirklich bedenken, dass hier einiges passiert. Das heißt, wenn ihr auf der Suche nach Gegnern seid, ist das hier die beste Möglichkeit für euch. Das gleiche sehen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Das hier ist eine Bombsite bei Suchen zerstören. Das hier ist bei Herrschaft die B-Flagge. Bei Stellung ist es eine Stellungsseite. Hier ist immer was los. Hier sind sehr, sehr lange Wege. Das heißt, auch mit einem Sturmgewehr, mit einer Sniper, einem LMG habt ihr hier durchaus eine Chance. Trotzdem ist das für mich eine Map für MPs. Also Spitfire, SAU, Corded, je nachdem, was ihr da gerne spielen wollt. Zusätzlich als dritten Punkt haben wir noch dieses Schmuckstückchen hier. Das ist die Mitte von der ganzen Karte mit zwei Fenstern. Und wie ihr Leute aus diesen Fenstern rausbekommt, ohne gesehen zu werden, das werde ich euch am Ende des Videos auch noch zeigen. Wir haben also einiges, was wir einmal analysieren wollen. Ihr seht, hier ist immer was los. Frequency ist eine der wenigen Karten, die wirklich sehr, sehr einfach aufgebaut ist, sehr, sehr einfach dargestellt ist. Wir haben im Prinzip überall symmetrische Richtungen zueinander. Das heißt, jede Richtung, die einen langen Weg vor sich hat, da gibt es das gleiche auch auf der anderen Seite. Im Hintergrund seht ihr ein wunderbares Gameplay mit, ich glaube, einer 22er Streak und einer 20er, so ein bisschen die Double Nuke gefehlt. Das Gameplay an sich ist aber nicht wichtig, sondern ihr sollt immer mal zwischendurch nur drauf gucken, dass ihr vielleicht so ein, zwei Tipps für die Bewegung, für das Movement, für alles mitnehmt. Ich weiß, dass einige auch danach gefragt haben, ob ich ein Video dazu machen kann, wie man das Movement in Black Ops 4 richtig benutzt, wie man richtig rusht, wie man das alles optimiert. Ich hänge da schon seit 2 Tagen dran. Ich habe die Schreie von euch gehört oder die Rufe. Das dauert aber noch 1-2 Tage. Ich versuche das zum Freitag hin fertig zu bekommen. Da werde ich alle Tipps, die ich habe für Movement, für Bewegung, für Spawns, für alles reinsetzen. Eins ist wichtig, aber was man dazu sagen muss, Leute, und das ist wirklich... COD ist Kopfsache. COD ist so wie vieles andere auf der Welt Kopfsache, es ist mental. Ihr müsst mental in der Lage sein, wenn ihr eine Runde startet, zu sagen, ich bin der Geilste hier. Das klingt vielleicht blöd, das klingt vielleicht doof, aber ihr müsst das Selbstvertrauen haben, dass ihr jeden Gunfight gewinnen könnt. Wenn ihr es schafft, euch irgendwie dieses Selbstvertrauen aufzubauen, auch in anderen Dingen im Leben, dann habt ihr eine reelle Chance dazu und eine gute Chance dazu, besser zu werden. Jetzt zeige ich euch aber mal so ein, zwei Spots, von wo ihr wirklich wunderbare Kills machen könnt, gerade wenn ihr vielleicht ein bisschen struggelt gerade. Einer davon ist definitiv hier vorne. Wenn ihr direkt da durchguckt, durch das mittlere Fenster, könnt ihr die Leute, die da an der Box stehen, absolut wegholen. Dafür braucht ihr keinen Vollmantel, kein gar nichts, ihr werdet nicht gesehen. Das ist auch ein Weitschuss, das heißt, wenn ihr wisst, dass da jemand auf euch schießt, dass da jemand vielleicht den Spawn blockiert, nutzt diesen Spot auf jeden Fall. Das gleiche gilt natürlich, weil wir hier seitenverkehrt sind, auch auf der anderen Seite. Da könnt ihr euch auch auf diese Reling stellen, egal ob Vollmantel oder nicht. Haut mal 5-6 Schüsse durch, kriegt ihr 1-2 Hitmarker, haut der Gegner entweder ab oder ihr tötet ihn direkt. Genauso haben wir natürlich noch 1-2 andere Möglichkeiten. Und zwar kennt ihr es immer wieder, wenn hier Leute auf dieser Plattform stehen, an der Seite. Und wenn ihr hier im Headlit steht, kriegt ihr den nicht. Geht einfach hinten auf die Line of Sight wieder. Ihr könnt ihn entweder direkt durch die Wallbang, wenn ihr wisst, dass da einer ist, oder ihr wartet kurz, bis ihr irgendein kleines Köpfchen seht. Das könnt ihr von ganz hinten machen mit jedem Sniper, das könnt ihr auch mit dem MG machen, wenn ihr ein gutes Aim habt. Und könnt ihn von hier aus wegholen. Er kann euch von da hinten aus aber in der Regel nicht sehen und vor allen Dingen ist da hinten mehr Stress als hier. Ich zeige euch das nochmal ganz in Ruhe. Ihr braucht einfach nur ganz hinten auf die Reling gehen.
guckt ein bisschen geradeaus. Wenn ihr vermutet, dass er weiter mittig steht, könnt ihr durch das linke Fenster, durch dieses weiße Pappmaché, was auch immer sein soll, durchschießen. Alternativ einfach links an dem Maché vorbei, warten, bis ihr ihn seht und haut ihm das Ding in den Kopf. Relativ cooler Weitschuss, relativ coole, ich sag mal, cooler Blickwinkel auf jeden Fall, kennen vielleicht nicht alle. Und jetzt nochmal zu dem Ganzen, wie ihr die Leute aus dem Fenster wegbekommt. Ihr geht einfach hier hin, auf diese beiden kleinen Dinger. Es ist super einfach. Von diesen Dingern aus könnt ihr in die Fenster schießen. Das geht mit einer Sniper, es geht ohne. Hier sehe ich immer wieder Leute, die Leitern hochklettern, was einfach länger dauert. Ihr könnt diese Leitern komplett ignorieren. Das hat vieles vom Gameplay auch geändert. Ihr braucht die Leitern gar nicht hoch, wenn ihr da hoch wollt. Macht es euch viel, viel einfacher. Klettert einfach direkt die Seite. Es ist deutlich schneller. Ich zeige euch das gleich nochmal in Slow-Mo, dass ihr das wirklich seht. Es ist schneller, ihr habt eure Waffe schneller parat und der Gegner erwartet eher weniger, dass ihr da hochgeht als die Leiter. Ihr seht das hier nochmal 1:1. Rechts bin ich sogar tatsächlich ein bisschen zu spät hochgegangen und bin trotzdem früher fertig und kann direkt in die richtige Richtung gehen. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal alle Orte und Wege abgeklammert, von denen wir aus irgendwo Leute wegholen können, die wir so sonst eventuell auf offenem Feld nicht bekommen würden. Jetzt haben wir aber noch die wichtigste Frage bei jeder Map, und zwar, wo sind die Spawns, wie spawnen die Leute, wie kann man das Ganze kontrollieren? Und das, meine Lieben, habe ich auch für euch ausgearbeitet. Alle grünen Punkte, die ihr seht, sind die Hauptspawns auf der A- und auf der B-Seite bei Herrschaft. Das gleiche gilt für jeden anderen Modi, ausgenommen frei für alle und Stellungen. Da ist es immer ein bisschen anders, das lassen wir aber außen vor in der heutigen Folge. Die grünen Spawns sind die sicheren Spawns, wo eigentlich immer Gegner spawnen. Und dadurch, dass die Spawns rechts und links von Treyarch so tief gemacht sind, kann ich euch eins sagen. Spawntrappen macht keinen Sinn. Sie spawnen auch, während ihr noch auf der Flagge steht, und auch Geschütze zur Hilfe von Spawntrappen macht keinen Sinn. Lasst den Kram auch, das ist sowas von Oldschool, das will eh keiner. Die roten Punkte sind die Ausweichspawns. Das bedeutet, hier können Gegner spawnen, wenn rechts und links alles blockiert ist. Das geschieht aber sehr, sehr selten. Vor allen Dingen ist es dann sehr, sehr unfair, wenn jemand nämlich, wie ihr bei den roten Punkten oben seht, irgendwo in Richtung B-Flagge spawnt, ist er nur noch 5-6 Meter von der Flagge entfernt und kann sie theoretisch einnehmen. Das sind auf der Maps alle Spawns, die so bekannt sind. Es gibt keine anderen Spawns hier. Das heißt, hier habt ihr so ein bisschen Überblick und wisst ungefähr, wenn ihr da und da steht. Merkt euch die Sachen einfach, vieles kommt mit der Erfahrung, wo ihr genau was findet. Und damit haben wir definitiv alles, was diese Map angeht, abgearbeitet, was für uns wichtig ist. Suchen Zerstörenpunkt, Stellungspunkte, Herrschaftspunkte, frei für alle Spawnpunkte, bliblablo. Das heißt, wenn ihr jetzt dieses Video angesehen habt und euch vielleicht irgendwo noch fragt, okay, wo war das, guckt es euch ruhig in den einzelnen Teilen nochmal an. Es ist ja frei verfügbar für jeden. Ich glaube nicht, dass wir das irgendwie jetzt hier besser ausarbeiten könnten. Und ich habe es ja am Anfang des Ganzen schon gesagt, vieles bei COD ist wichtig, ist Kopfsache. Ihr müsst wirklich, wenn ihr Bock habt zu zocken, geht online und habt nicht die Sorge davor, dass ihr die letzten 3, 4, 5, 6 Mal irgendwie in die Fresse bekommen habt, dass es jetzt wieder passiert. Spielt einfach, versucht Spaß bei dem Ganzen zu haben, schwitzt nicht so um eure Großmutters Ehre, das ist total unnötig. Macht einfach, worauf ihr Lust habt, und wenn ihr wirklich Bock drauf habt und wenn ihr mental stark seid, gewinnt ihr Gunfights, ihr werdet besser. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Optic Gaming so viel Comebacks hat, weil Scampi eine der größten und stärksten Persönlichkeiten und Charaktere in der CWL-Welt dort ist. Scampi weiß einfach, dass er einer der Besten, wenn nicht der Beste ist, und gewinnt deswegen seine Gunfights, deswegen weiß er, wie er irgendwie mit irgendwas umgehen muss, deswegen dominieren sie in Black Ops 4 auch wieder so krass. Und das ist eigentlich alles, was ich für diese Map für euch jetzt irgendwie ausarbeiten konnte. Stand sehr, sehr viel Mühe drin. Mir wurde irgendwann mal vorgeworfen, ich mache mir keine Mühe bei meinen Videos. Die Leute können sich ja gerne hier hinsetzen und das mal 4 Stunden aufnehmen, schneiden und sonst was. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt würde ich von euch sehr, sehr gerne wissen, Leute, welche Map soll ich mir als nächstes von euch oder für euch vornehmen? Wollt ihr lieber irgendeine Map wie Slums oder Firing Range? Wollt ihr lieber das Ganze von einer anderen Map? Das ist ganz allein eure Entscheidung. Ihr solltet es unten in die Kommentare schreiben. Wir müssen jetzt auch mal gucken, mit welcher Serie wir als nächstes weitermachen. Wir haben die Serie über die Perks, wir haben die Serie über die Waffen, wir haben eine Serie über Waffenvergleiche an sich und jetzt haben wir noch die nächste Serie mit den besten Spots, Spawns, alles Mögliche. Ihr wisst, es kommt dementsprechend richtig Content auf uns zu.
ich freue mich einfach, dass der Kanal so explodiert, dass die Leute so aktiv dabei sind. Ich freue mich auf die Streams jetzt. Ich hoffe, der neue Rechner kommt irgendwann langsam. Ein bisschen Geld muss ich noch dafür ansparen. Aber Leute, eins nach dem anderen. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin. Vielen, vielen Dank für den Support. Ich wünsche euch nochmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass ihr ein tolles 2019er Jahr habt, dass die Dinge, die ihr euch wünscht, in Erfüllung gehen. Und sonst haut die Kommentare voll. Lasst gerne positive Bewertung da, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Ist eure Entscheidung. Zwingen kann ich keinen. Ich bin raus für heute. Macht euch einen wunderbaren, schönen Abend. Wir sehen uns im Stream auf Twitch. Ich bin raus. Haut rein.